So, ich glaube, dann können wir loslegen. Herzlich willkommen hier zu dem Vortrag über Embedded Linux. Freut mich, dass doch sehr viele gekommen sind. Es freut mich auch sehr, dass ich dieses Jahr hier in Graz ein bisschen was über dieses Thema erzählen darf. Mein Name ist Wolfram Leuthard und ich komme von dieser Ingenieurschule in der Schweiz. Ganz schnell, wo sind wir? Freiburg, Fribourg. Immer die Frage, was sagt man? Wir sind hier so an der Grenze zur Westschweiz. Vielleicht hat jemand so ein bisschen das Bild der Schweiz so im Kopf. Hier ist der Bodensee, hier natürlich Österreich. Und wir sind also hier. Immer wird oft gefragt, heißt es jetzt Fribourg oder heißt es Freiburg? Wir heißen beides. Wir haben durch die Stadt den Fluss durch. Und auf der einen Seite spricht man Französisch, auf der anderen spricht man Deutsch. Wie das ja manchmal so in der Schweiz üblich ist. Warum ein Vortrag über Embedded Linux? Ich glaube, wir haben heute Morgen schon gesehen, Raspberry Pi, auch nachher gibt es nochmal einen Vortrag über dieses doch sehr, sehr schöne Spielzeug. Und es ist also wirklich fantastisch, was das in den letzten Jahren für Aufschwung genommen hat, dieses Embedded Linux. Und das ist auch der Grund, warum ich oder wir uns entschieden haben, da jetzt mal ein bisschen was mehr, vielleicht theoretisch dazu zu machen und zu sehen, wo geht der Trend dahin, in welche Richtung und was kommt da in der nächsten Zeit noch auf uns zu, an was wird im Moment gearbeitet. Ich möchte ein bisschen was allgemein tun, das wäre ein System. Okay, probieren wir es nochmal. Okay, was machen wir? Ein paar Worte allgemein über Embedded Systems, dann so Schwerpunkt natürlich Embedded Linux. Ganz kurz die Geschichte, seit wann gibt es das? War das überhaupt vorgesehen von Anfang an? Und dann möchte ich, Entschuldigung, hier, dann möchte ich so ein paar Worte über aktuelle Entwicklungen, die es dort im Moment gibt, die wir in Freiburg gemacht haben oder auch allgemein, wo da gearbeitet wird. Vielleicht ein bisschen subjektiv diese vier Themen, aber wir haben leider nicht viel mehr Zeit, um da das ein bisschen ausführlicher zu machen. Ich denke, Sie kennen alle so ein bisschen die Definitionen von Embedded Linux, Entschuldigung, von Embedded Systems. Ich erkläre es häufig immer so, das ist ein technisches Gerät und der Benutzer von diesem technischen Gerät weiß eigentlich gar nicht, dass er einen kleinen Computer bedient. Ja? Also für ihn ist es völlig transparent, was da drin ist. Er benutzt einfach seine Waschmaschine oder was auch immer und eigentlich ist da ein kleiner Computer heute drin. Ob mit Linux, ob mit proprietärem Betriebssystem, ob überhaupt kein Betriebssystem, ist völlig egal. Diese Systeme nennt man Embedded. Es gibt auch eine andere Definition noch. Das sind also irgendwelche Computer, die vielen, vielen Zwängen unterliegen. Constraints in Englisch, ich weiß nicht, wie man da auf Deutsch sagen kann. Ja, sei es die Größe, der Energieverbrauch, die Performance, die Zuverlässigkeit, die Reaktivität. Viele, viele von diesen Parametern, die man oft in der PC-Welt nicht kennt, ist einem das egal, aber in dieser Embedded-Welt ist es eben wichtig dann. Und nach diesen Definitionen sind ungefähr 98% der Mikrocontroller, die heute entwickelt werden, sind in solchen Systemen eingebaut. Also das ist eigentlich alles andere, was wir kennen. Gehen Sie zum Bahnhof, kaufen Sie sich irgendeine Zeitschrift über Linux, da steht alles Mögliche drin, oder nicht über Linux, allgemein über Computerei, dass Intel einen neuen Prozessor mit 25 Cores rausgebracht hat. Ganze Zeitschriftenweise und über Embedded steht eigentlich überhaupt nichts drin. Obwohl das Verhältnis umgekehrt ist, die allermeisten Mikrocontroller, Mikroprozessoren werden in Embedded Systems eingeführt. Ein paar Beispiele, Automobil natürlich inzwischen, hunderte von Mikrocontrollern, die da teilweise eingesetzt werden, die schon viel berüchtigte Waschmaschine ist heute in Embedded Systems. Natürlich die ganze mobile Welt, Nattels, Handys, Smartphones, alles möglich, Tablets, kann man eigentlich im weitesten Sinne als Embedded bezeichnen. Sie sehen noch viele, viele andere Dinge auch, die da sind. So, wie hat das alles angefangen? Die Entwicklung von Embedded Linux geht eigentlich wie die Entwicklung von Linux auf diesen berühmten 25. August 1991 zurück. Und zwar mit einem großen Missverständnis. Das ist das E-Mail, beziehungsweise der Eintrag in der Newsgroups, mit der Linus Torvalds
Linux begonnen hat. Man kann eigentlich sagen, um diese Zeit wurde Linux geboren. Hello everybody out there using Minix. Minix war ein anderes, halbfreies Betriebssystem. Und Linus wollte dieses Betriebssystem toppen, wollte das neu machen, wollte das anders machen, viele Probleme von diesem Minix loskriegen. Und er hat dann unten dran geschrieben, it's not portable. Also es ist nicht portierbar auf andere Plattformen. Es ist nur für damals der übliche Mikroprozessor 386. Ja, sagt, wahrscheinlich wird es nie etwas anderes geben. Und damit hat er sich schon mal ganz gewaltig getäuscht, weil wenn man hier mal eine Liste anguckt, und die ist nicht vollständig, diese Liste, mit Mikrocontroller-Familien, auf denen heute Linux läuft. Also schon beeindruckend, es ist eigentlich alles dabei. Es sind sogar sogenannte Softcores sind dabei, Microplays zum Beispiel, also auf FPGA, irgendwelche Cores in einer programmierbaren Logik drin. Und vor allem, es sind auch diese ARM-Prozessoren dabei und die haben doch ungefähr 60% Marktanteil heute bei den 32-Bit-Prozessoren. Ja, vor allem für den Embedded-Markt. Warum? Weil sie brauchen einfach wenig Strom verglichen mit Intel-Prozessoren. Haben eine sehr, sehr schöne RISC-Architektur. ARM ist ja auch Advanced RISC Machines, also ist wirklich eine wunderschöne RISC-Architektur dahinter. Und das hat den Dingern 60% Marktanteil beschert. Natürlich kann man ARM-Prozessoren nicht von ARM kaufen, aber sehr, sehr viele 32-Bit-Prozessoren aus dieser Embedded-Welt, die beinhalten einfach eine ARM-IP. Das heißt, die sind bei ARM lizenziert und sie können dann die Hardware-Strukturen eigentlich dann in ihre eigenen Prozessoren reinmachen. Nehmen wir Texas Instrument, Freescale, Atmel, es gibt viele, viele, die diese ARM-Architektur beinhalten. Und vor allem diese ARM-Prozessoren, die haben eben zu so vielen kleinen Modulen geführt. Ich habe hier mal einen dabei. Also das ist zum Beispiel ein Linux-Computer. Ich kann ihn auch mal rumgehen lassen, würde ihn nur gerne zurückhaben. Ja, hier noch einen weiteren, auch schön für eigene Projekte einbaubar, weil ich so ein DIL 48-Gehäuse, das heißt also, kann man schön auf eigene Projekte kann man die einbauen und dann hat man also schon da eine Linux-Logik dahinter. Natürlich ist hier auch dabei das, das Raspberry. Sie sehen, es ist hier auf diesem Bild eigentlich fast das Größte noch. Es gibt noch kleinere, hier da dieses Picotux, das ist so etwas Ähnliches wie das hier. Dann dieser Tinkerforge und man hat also da wirklich ganz schöne Dinge. Vielleicht noch ganz schnell die Folien, dass Sie nicht jedes einzelne hier fotografieren müssen, kommen noch aufs Netz. Das heißt, Sie können das dann vielleicht ab morgen oder übermorgen, können Sie das dann runterladen. Okay, wie machen wir weiter? Einen wirklichen Boost hat das Ganze bekommen. Ich komme doch nochmal schnell zurück, Entschuldigung, da habe ich was vergessen zu sagen. 1998 kann man eigentlich sagen, war die Geburtsstunde von Embedded Linux, weil da gab es diese erste Version von Myce Linux und das war ein Linux-System auf einem Prozessor, der ohne Memory Management Unit auskommt. Und damit hat es eigentlich angefangen, dass man auch auf Mikrocontrollern, auf 32-Bit-Mikrocontrollern dieses Linux dann installieren kann. Und dass es da Distributionen gab. Ein Boost hat das Ganze bekommen natürlich durch das Raspberry. Ich denke, fast jeder hat sowas zu Hause. Hat da mal schon mal rumgespielt, tolle Sache, $35, unschlagbarer Preis für jeden und man kann dann doch so relativ schön mal in diese Welt von den Embedded Linux reinschauen. Und wenn man da mal guckt, so eine kleine Liste mit Projekten, die natürlich auch wieder beliebig erweiterbar ist, was da alles gemacht wurde, es ist fantastisch. Ich durfte Ende des letzten Jahres bei einem Anlass bei uns in der Schweiz noch sprechen, da hat eine Firma unter ihren Mitarbeitern Raspberries verteilt
und hat gesagt, am Ende vom Jahr machen wir so einen kleinen Wettbewerb und der das schönste Projekt in diesem Wettbewerb hat, der bekommt irgendeinen Reifegutschein oder sowas. Und ich durfte da die Jury spielen und im Endeffekt hat dann einer gewonnen, eigentlich hat jeder gewonnen, weil es waren wirklich tolle Projekte, der hat die Verwaltung der Freiwilligen Feuerwehr, die Verwaltung der Ausbildungsmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr in seiner Gemeinde mit dem Raspberry gemacht. Ja, also tolle Idee und es ist wirklich fantastisch, was man damit alles machen kann heute oder wie da die Kreativität eigentlich wieder zurückkommt. Hat richtig was mit Basteln zu tun und das ist ja etwas, was wir eigentlich alle gerne machen. Ich denke, ein zweiter wichtiger Punkt in dieser Embedded Linux Geschichte ist auch das Android. Ja? Es hat doch immerhin inzwischen fast 80% Marktanteile der Smartphones. Ja? Also wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und wenn man auch bedenkt, das ist erst 2005 angekündigt worden und erst 2008 auf den Markt gekommen, ist es doch toll. Viele Leute fragen natürlich, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Android und Embedded Linux? Gibt es dort Unterschiede? Und natürlich gibt es diese Unterschiede. Logisch. Weil eigentlich ein Android beinhaltet nur den Linux-Kern. Ja? Das, was man gemeinhin als GNU-Software, heute ist das immer so ein bisschen vermischt, eigentlich sollte man bei Embedded Linux immer Embedded GNU-Linux sagen, weil man viel GNU-Software noch dabei hat. Und da hatte wohl Google, die hatten da wohl Angst davor, viel GNU-Software reinzunehmen. Das heißt, sie haben eigentlich nur den Linux-Kernel genommen, den ein bisschen umgemodelt und dann eigentlich die GNU-Software völlig losgelassen und leider wiederum irgendwelche so proprietäre, nicht freie Dinge dort reingebaut. Da hatten sie wohl auch Angst, dass da irgendwie was sich das mal wegforkt oder sowas. Und leider ist halt auch wieder nicht ganz vollständig auf freier Software geblieben. Ganz interessant vielleicht noch hier die Tatsache, dass ungefähr Microsoft 500 Millionen Dollar pro Jahr an Android verdient. Und das sind einfach irgendwelche Lizenzgebühren bzw. Patentrechte, die Google dort mit einbaut und deshalb das bezahlen muss. Also auch Microsoft verdient ein bisschen zumindest mal was an dem Android-Markt. So, woran wird so ungefähr geforscht an diesem, bei diesen Embedded Linux-Systemen? Gibt sehr viele verschiedene Maßnahmen. Ich habe jetzt einfach mal vier rausgesucht. Warum, kann ich gar nicht sagen. Das sind Dinge, wo wir vielleicht schon mal ein bisschen was gemacht haben. Vielleicht weil wir mit unserer Erfahrung an der Fachhochschule, wir machen natürlich dort relativ viele Studentenprojekte damit, aber auch relativ viele Projekte mit der Industrie. Embedded Linux ist wirklich etwas, was inzwischen auch in der Industrie angekommen ist. Ja. Es sind häufig nicht mal technische Gründe, die dazu führen, sondern es sind ganz häufig Lizenzfragen. Ja? Die Firmen sind einfach genervt, dass irgendeine Windows-Embedded-Version plötzlich abgekündigt wird und dann heißt einfach, friss oder stirb, mach das Neue drauf oder du bekommst keinen Support mehr. Linux hat da natürlich den Vorteil, es ist quelloffen, also man kann quasi immer einen Support geben. Wer das Know-how hat, kann eigentlich auch immer den Support geben. Und viele Firmen, vor allem KMUs, haben das inzwischen verstanden oder haben da gemerkt, hoppla, das bietet vielleicht doch Vorteile und sind deshalb jetzt gerade dabei umzusteigen. Eine sehr, sehr, sehr interessante Sache. Okay, fangen wir mal schnell mit dem Energieverbrauch an. Es ist ganz klar, wir wollen von dem hier wollen wir wieder hier hin. Das heißt, wir müssen einfach weniger Energie verbrauchen. So. Und das schauen wir auch mal ein bisschen theoretisch an. Warum brauchen wir das? Bei mobilen Geräten kennen wir das alles. Man ist schnell genervt, wenn sein Smartphone schon wieder nach 16 Stunden mal aufladen muss, weil es sonst kein Piep mehr macht. Also man möchte die Laufzeit verlängern. Ist ganz klar. Aber es gibt natürlich noch viele, viele andere Punkte. Weniger Wärme, weniger bewegliche Teile, weniger Lärm. Das ist das, was oft nervt. Ja, wenn man wenn einfach sein Rechner irgendwelche Ventilatoren braucht, das nervt einfach in die Pfeifen. Ja? Und das Ziel ist ganz klar, dass diese Dinger, und das können die heute alle, eben nicht mehr mit beweglichen Teilen laufen. Ja, keine Ventilatoren mehr.
Kein Lärm mehr. Ja? Weiterhin noch, das hat jetzt mehr mit der Hitze zu tun, die erzeugt wird, elektronische Komponenten, die leben einfach weniger lang, wenn es heißer wird. Ja? Das heißt, wenn mein Embedded System gar nicht heizt, ja, dann lebt es einfach schon per Definition länger. Also auch dort hat man riesige Vorteile. Und natürlich nicht zuletzt, Energie ist teurer und wird vermutlich auch immer teurer werden. Das heißt, schon allein deshalb hat man das große Bedürfnis, dass man da die Kosten etwas senkt. Und dann kommt noch ein Punkt dazu, den ich persönlich ganz, ganz wichtig finde. Embedded Systems, die mit Low Power, die nur die Hälfte, sagen wir mal, von der Energie brauchen wie ein anderes System, sind einfach im wahrsten Sinne des Wortes cool. Ja? Es ist einfach schön, wenn man das Gleiche machen kann mit der halben Energie. Ja? Ich kann das Doppelte machen mit der gleichen Energie, jawohl. Genau. Ganz genau. So, und jetzt ganz wichtig, dann kommen natürlich sofort, ja, aber die Leistung ist dann ja nicht so gut und so weiter. Natürlich, das Ziel ist, die gleiche Leistung zu haben. Die gleiche Leistung zu haben mit der halben Energie. Ja, wenn es Einbußen gibt bei der Leistung, dann wird man niemanden dazu motivieren können. Weil die Leute möchten spielen, die möchten alles Mögliche machen, wo man eben Leistung braucht. Ja, und ganz häufig ist es doch so, dass man es eigentlich mit der Hälfte machen könnte, aber man kennt es gar nicht. Ja, und um dieses Problem mal ein bisschen anzugucken, machen wir doch Theorie, ein bisschen Mikroelektronik quasi. Und da ist die Leistung, die in so einem mikroelektronischen Chip, Mikrocontroller, Prozessor, was weiß ich, aus Speicher verbraucht wird, setzt sich immer aus zwei Teilen zusammen. Einmal aus dem statischen, aus der statischen Leistungsaufnahme und aus einer dynamischen. Und die statische, die liegt einfach daran, dass ich in den heute integrierten Transistoren habe ich immer gewisse Leckströme. Ja, also hier mit dem E-Leak, ja, Leckstrom pro Transistor. Dann habe ich eine Spannung, die natürlich an dem Transistor liegt. Und die Summe, das Produkt über U und I und die Summe über alle Transistoren, das gibt eben dann die statische Leistungsaufnahme. Jetzt gibt es aber auch noch was ein Zweites. Und das ist die, ja, machen wir das nur schnell. Genau, wenn man so von Generation zu Generation von den Transistoren oder von den mikroelektronischen Familien denkt, dann geht die Core-Spannung, die geht runter. Ja, wir kommen immer zu niedrigen Spannungen. Der Leckstrom geht immer hoch, weil die Strukturen kleiner werden. Und die Summe oder die Anzahl der Transistoren, die nimmt natürlich auch massiv zu von Generation zu Generation. Ja? Okay. Schauen wir noch schnell das Dynamische an. Das kommt daher, dass ich eigentlich in jedem Transistor, in jeder mikroelektronischen Schaltung, habe ich sogenannte parasitäre Kapazitäten. Und die müssen umgeladen werden. Das heißt, wenn mein Transistor schaltet vom 1 zum 0 oder vom 0 zu 1, dann fließt dort eine gewisse Ladung in diese Kapazitäten ein. Und das summiert sich natürlich auch auf. Und dadurch verbrate ich Energie, die davon abhängen, wie oft dieser Transistor schaltet. Ja, das ist also die Kapazität hier, dann die Spannung im Quadrat, die Frequenz und dann noch so ein Alpha-Faktor, der einfach beschreibt, wie viele Transistoren werden denn bei welchem Kommando umgeschaltet. Bei welcher Aktivität werden wie viele umgeschaltet, auch wieder die Summe darüber und dann habe ich gibt mir das die dynamische Leistungsaufnahme. Voilà. Aktivitätsfaktor bleibt mehr oder weniger gleich, die Kapazität steigt, auch wieder weil die Strukturen kleiner werden, die Core-Spannung sinkt, die Frequenz steigt und die Summe aller Transistoren steigt auch. Und wenn man das jetzt alles mal zusammensieht, dann sieht man also die statische Leistungsaufnahme, die nimmt mit der Zeit eher zu, ja, und die dynamische, die nimmt zu oder bleibt zumindest mal gleich. Das heißt also, unsere Prozessoren, die brauchen eigentlich immer mehr Strom. Ja?
Der Fisch etwas, das ist bekannt, der Fisch schon lange bekannt und vor allem, und das liegt hauptsächlich daran, an diesem N hier, das heißt, dass die Anzahl der Transistoren einfach so wahnsinnig zunimmt. Sie wissen, da haben wir heute hunderte von Milliarden Transistoren schon in einem Prozessor drin. Okay, was kann man machen, an welchem Parameter können wir als Betriebssystementwickler oder als Applikationsentwickler schrauben? An der Anzahl der Transistoren sicherlich nicht, an der Core-Spannung oder Kapazität sicherlich auch nicht, am Leckstrom auch nicht, bleibt eigentlich nur entweder der Aktivitätsfaktor, das ist relativ kompliziert, oder natürlich an der Frequenz. Und da kann man natürlich Messungen machen, wenn ich die Frequenz ändere von meinem System, dann sieht man tatsächlich, das ist mehr oder weniger linear. Das heißt, ich habe hier unterschiedliche Möglichkeiten, die Frequenz zu ändern. Und man sieht also, das ist wirklich irgendwie linear hier, wie das zusammenhängt, mehr oder weniger mit der Frequenz hier und dann der Strom, der Prozessor in dem Fall oder das System in dem Fall braucht. Bitte schlachten Sie mich nicht, das ist ein relativ altes System hier, diese UNC 90, das ist doch schon, würde sagen, fast 10 Jahre alt, aber man sieht die Prinzipien, das ist schon relativ gut. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich denn die Frequenz verändern? Ja, und das gibt es heute natürlich im Kernel ist das natürlich lange drin, schon seit 2.6, weiß nicht, 23 oder irgendwie sowas, Kernel-Version, ist das drin. Und ich kann hier sogar noch unterschiedliche sogenannte Governor auswählen, bei denen ich sage, naja, ich möchte, dass du immer die volle Leistung hast oder ich möchte immer, dass du immer Leistung sparst, dass man das vom User Space irgendwie durch ein Kommando verändern kann, brauche ich jetzt die Leistung oder brauche ich sie nicht. Und das Interessanteste ist eigentlich hier dieses On-Demand und das ist einfach ein Automatismus, der sagt, naja, wenn ich die Leistung brauche, dann schalte ich das auf volle Frequenz und wenn ich gerade nichts mache, dann schalte ich das auf möglichst geringe Frequenz, mein Rechner. Ja? Und das ist natürlich so eine Sache, die kann man umsetzen. Ob das dann immer gut funktioniert, ist eine andere Frage. Allerdings, was man noch machen kann, um Energie zu sparen, und da haben wir auch ganz, ganz interessante Versuche gemacht, man kann Peripherie am ehesten noch den USB, wenn man den ausschaltet, wenn man den einfach nicht braucht, und zwar hardwaremäßig ausschaltet. Da gibt es irgendein Bit, wo diesen ganzen Block passiv schaltet, wenn man es nicht braucht, kann man im Normalfall auch 50% Energie einsparen. Ja? Also der USB ist ein Energiefresser sondersgleichen. Häufig braucht der USB Client, wenn man so sagen will, ja, ähnlich viel wie alles andere zusammen. Ja? Also ganz, ganz interessante Sache, warum das so ist und ob das so sein muss, kann ich nicht beurteilen, aber wir haben da auf jeden Fall ganz, ganz interessante Messungen gemacht. Wir haben sogar mal eine schöne Bachelorarbeit, die da mal darüber gemacht wurde. Ein ganz einfaches User Space Programm, was einfach immer mal wieder prüft, hängt denn was am USB dran? Und wenn nichts dran hängt, schaltet er einfach das USB aus. Vielleicht ja, 10 Mal pro Sekunde, alle 100, vielleicht alle 200 Millisekunden schaut er mal, schaltet er es wieder ganz kurz an, hängt irgendwas dran oder nicht. Und damit habe ich 50% Energie gespart. Entschuldigung? Von was? Vom Ausschalten. Also wir haben es einfach damals gemacht mit, ich glaube, das waren 20 Hertz oder sowas. Ja, also alle 50 Millisekunden hat man mal geguckt, ist irgendwas dran. Ja, und zwar, natürlich, wenn was dranhängt, dann muss ich es natürlich haben. Das ist klar. Aber wenn ich natürlich meinen USB-Stick nicht drin habe, dann muss ich da nicht, dass das alles läuft, sondern dann dauert es einfach maximal 50 Millisekunden länger oder 20 Millisekunden länger, dass er es erkennt. Und das ist im Normalfall kein Problem. Okay, machen wir doch nochmal ein bisschen grundlegender die Sachen, auch ein bisschen historisch. Also, man kann quasi so drei verschiedene Arten von Betriebssystemen definieren. Das eine, ich bezeichne es mal ein bisschen salopp als wartendes Betriebssystem. Das ist einfach ein Betriebssystem, das ist aktiv und wenn der Benutzer oder das Betriebssystem sagt, hey, jetzt schlaf mal, weil jetzt im Moment machen wir nichts, dann kann er die Frequenz runterschrauben. Ja?
Das ist out, das macht man nicht mehr. Heute hat man vielmehr diese ereignisgesteuerten Betriebssysteme. Das heißt, der Grundzustand ist eigentlich niedrige Frequenz und nur wenn irgendetwas passiert, schaltet er schnell die Frequenz hoch und dann kann er, mit voller Leistung arbeiten. Das ist das, was heute eigentlich im Linux umgesetzt ist. Dankeschön. Ja, das ist heute das eigentlich, was im Linux umgesetzt ist. Ja, und jetzt gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Ja, nehmen wir mal noch das dritte, diese energiegesteuerten Betriebssysteme. Und energiegesteuertes Betriebssystem, das läuft eigentlich nur dann, wenn genügend Energie da ist. Sagen wir mal, ich habe einen Computer, ein Embedded System, das hängt irgendwie an einer Solarzelle oder an irgendeinem anderen System, das Energie bereitstellt, aber nicht immer da ist, die Energie. Ja? Dann kann es nur in dem Moment laufen. Und da muss ein Betriebssystem aber auch so designt sein, dass es, sobald keine Energie mehr da ist, einfach beliebig schnell runterfahren kann. Und sobald ich wieder ein bisschen Energie habe, fährt es wieder schnell hoch. Ja? Und das führt uns eigentlich hier gleich zum nächsten Thema. Und das ist die Aufstartzeit. Ja? Der Kollege hat vorher schon erwähnt, bei sich im Institut, ja, warum werden die Computer nicht runtergefahren, weil sie so lange brauchen zum Aufstarten. Ja, wir kennen das alles nicht, vielleicht nicht bei Linux, aber bei anderen namhaften Betriebssystemen. Ja, man schaltet den Computer an, geht erstmal Kaffee trinken. Weil bis diese blöde Maschine hochgenudelt ist, hat man erstmal 10 Minuten, um mit seinen Kollegen ein bisschen zu diskutieren. Ja, und das geht natürlich im Embedded-Bereich nicht. Stellen Sie sich vor, Sie haben so ein System an Ihrem, Fernseher dran, Set-Top oder sowas. Und Sie brauchen erstmal 10 Minuten, bis Sie Ihr Fernsehprogramm haben. Ja, wäre vielleicht schön, weil man immer so gut Fernsehen guckt, so viel Fernsehen guckt, aber das wollen wir nicht. Das Ding soll da sein, in 5 Sekunden soll das Ding da sein, maximal. Ja? Und da haben wir eben auch Untersuchungen gemacht und haben das mal analysiert und haben das auch gemessen, mal die Aufstartzeit mit so einer bisschen moderneren Plattform, die wir eben in unseren Laborübungen sowas einsetzen, das APF27, eine volle Open-Source-Lösung, also sowohl Hardware als auch Software, ganz interessante Kiste, weil sie auch noch ein FPGA mit drauf hat, wo man eben nur seine eigene Logik dann mit reinprogrammieren kann. Und wir haben das einfach mal analysiert. Sie sehen so ein bisschen die unterschiedlichen Etappen, die es braucht, um so ein Betriebssystem hochzufahren. Wir haben das gemessen bis zu Prompt. Und bei dieser Plattform, so wie sie ausgeliefert wurde, waren das 16,6 Sekunden. Damit kann man leben. Ja? Und dann haben wir mal angefangen, ganz konsequent jeden einzelnen Schritt hier zu optimieren. Mit unterschiedlichen Methoden. Am Schluss waren es nur 4,9 Sekunden. Und das macht richtig Freude. Man stellt es ein, 5 Sekunden später ist das Ding da. Ja? Und das ist doch erstaunlich, weil das sind ungefähr 70% der Zeit, die man eingespart hat. Ja? Stellen Sie sich das mal an Ihrem Laptop vor, das ist einfach eine tolle Sache. Ziel natürlich auch hier war eindeutig keinerlei Einbuße an irgendwelchen Funktionalitäten, weil sonst macht es keinen Spaß. Ja, wenn man irgendwas reduziert, wenn man jetzt nur anfängt, Funktionen rauszunehmen, dann haben wir sogar bis 3,3 Sekunden geschafft. Ja, aber das hat dann also wirklich nur noch weniger Funktionalitäten. Das heißt, es wird nicht immer möglich sein. Aber ich denke, auch dort 70% Einsparung ist doch eine ordentliche Sache und wie gesagt, macht richtig Spaß. Ja, anderes, ja. Ja, ja, wir haben kein Paper, aber wir haben einen Beitrag im Tagungsband der Chemnitzer Linux-Tage und auch einen Vortrag darüber. Kommen Sie nachher und geben Sie mir Ihre E-Mail-Adresse, dann schicke ich Ihnen das. Ja? Kann ich auch machen, ja, kann ich da noch dazu schreiben. Mhm, genau. Ja? Auch hier haben wir das natürlich nochmal nicht nur mit unserer Plattform gemacht, sondern auch hier mit einem industriellen Produkt. Und haben da also von 66 Sekunden auf 8 Sekunden die Aufstartzeit runtergekriegt. Also auch da eine tolle Sache. Man muss dazu sagen, die 66 Sekunden, die haben wirklich nie geguckt, dass das schnell hochstartet. Ja, also es war ein ziemlich versautes System und am Anfang, die erste Hälfte war relativ einfach runterzukriegen. Ja. So, dann machen wir als nächstes Performance-Steigerung. Ja, ich möchte natürlich mit meinem Embedded-System das
per Definition weniger Leistung hat, weniger Performance hat als mein PC, der natürlich auch 100-mal mehr Energie braucht, möchte ich trotzdem viel Performance rauskriegen. Warum will ich das? Das ist so ein ganz typisches Bild, was ich ganz häufig habe, auch bei Embedded Systems. Normalerweise braucht das Ding 20% und jetzt gibt es gewisse Ereignisse, da braucht es einfach 100%. Und in dem Moment merke ich, hoppla, mein System ist langsam. Mein System ist langsam und was ist die Konsequenz daraus? Naja, ich brauche ein größeres System. Schnellerer Prozessor, Dual-Core, irgendwas, was immer mit Kosten verbunden ist. Im Embedded-Bereich ist das oft nicht so einfach, weil da habe ich die Hardware und die soll mindestens 10 Jahre soll die laufen und da kann ich nicht einfach den Prozessor wechseln oder sowas. Also wäre eigentlich das Ziel hier irgendwie zu gucken, wie kann ich denn hier diesen Peak wegnehmen. Und da gibt es natürlich auch schon beim Linux, nur leider kennt man die wenig, gibt es relativ schöne Verfahren. Ich kann mit Prioritäten arbeiten, das kennt man normalerweise noch. Ich gebe also diesem Prozess, der wirklich die viele Energie braucht, gebe ich einfach eine höhere Priorität. Da kann er schneller arbeiten. Ich kann auch mit verschiedenen Schedulern arbeiten, das ist schon weniger bekannt. Ich kann ihm zum Beispiel einen Realtime-Scheduler zuweisen, diesem Prozess und dann läuft einfach, wenn er die Leistung braucht, läuft nichts mehr anderes. Ich kann in Mehrkernprozessen, Prozessoren, kann ich irgendwelche Prozesse auch an einen Kern koppeln, dass der den quasi ausschließlich besitzt. Ich kann Speicherzugriffe optimieren, das ist dann wieder eher was in der Programmierung, was ich machen kann. Und da gibt es eigentlich so die Lösung, die sehr, sehr gut ist, und das sind die Control Groups. Darf ich mal schnell fragen, wer kennt die Control Groups schon von Ihnen? Hatte schon mal jemand gehört? Also die wenigsten. Und das ist wirklich eine tolle Sache, weil ich kann gewisse Control Groups kann ich definieren und kann diesen Groups dann Leistung oder Performance quasi zuteilen, Ressourcen zuteilen. Und kann hier zum Beispiel in diesem Beispiel, ich habe hier 10 Prozesse oder 11 Prozesse, einer der ist wichtig, Programm, das ist mit der Kamera, was irgendwas macht, ja, und ich habe noch Prozesse und die heißen jetzt bei mir einfach mal Heizung, weil die machen nichts anderes wie Ressourcen fressen. Ja. Und normalerweise in so einem Linux-System haben alle Prozessoren die gleiche Anzahl von Prozessorleistungen. Ja, das heißt, jeder Einzelne hat nur 10%. Und mit den Control Groups kann ich diesem Home Capture-Programm kann ich einfach sagen, ich möchte, dass du immer ein Drittel zur Verfügung hast. 33% gehören dir, völlig unabhängig, was da anderes kommt. Wenn also nochmal ein Heizungsprozess dazukommt, dann gehen einfach die ganzen Heizungen gehen dann auf 6 runter, 6%, und mein Capture behält seine 33%. Das ist eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, um das einfach besser zu verteilen. Die Idee von den Control Groups kommt eigentlich aus dem Serverbereich, weil die Serverleute, die wollten immer Notausgang haben, wenn da mal irgendwie so eine Brute Force Attack irgendwie kommt, dass sie immer noch ein paar Prozent für ihre Secure Shell haben, wo man sich einloggen kann und das andere abschießen kann, die anderen Dinge. Und das ist im Embedded-Bereich, ist das also hervorragend eigentlich, was man damit machen kann. Embedded-Prozessoren sind heute eigentlich immer auch Multicore-Prozessoren, also oder sehr häufig. Wir haben hier so einen Cortex-A15 mit 4 Maschinen drin, also 4 Cores drin. Wunderbar, das funktioniert auch sehr, sehr schön. Symmetrisches Multiprocessing, Sie kennen das, das hat halt jedes Linux-System. Das heißt, auf Prozess- oder Thread-Ebene wird das auf unterschiedliche Prozessoren verteilt. Etwas, was vielleicht weniger bekannt ist, ist das OpenMP. Ja, das ist eine Multiprocessing auf Compiler-Ebene. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen großen Loop in meinem Programm drin. Man kann das gleich mal zeigen. Irgendwie so ein großer Loop, der hier irgendwas macht. Ich setze nur so eine kleine Pragma in den Compiler rein, muss noch einen Compiler-Flag setzen und nachher macht man das auf einem Dual-Core von 160 Millisekunden auf 90 Millisekunden runter. Also wirklich eine tolle Sache, was extrem einfach ist und man überlässt die Arbeit dem Compiler, das zu machen. Also wirklich sehr schön. Aber ich komme mal zurück auf die
Embedded-Prozessoren. Und da gibt es eben auch etwas, das nennt sich asymmetrisches Multiprocessing oder heterogenes Multiprocessing. Ja? Und das, wenn man da mal so ein Ding sieht, wir haben hier einen Cortex-Prozessor A5 plus noch einen Cortex-M-Prozessor drin. Dankeschön. Ja? Also, verschiedene Prozessoren. Ich habe noch einen Neon-Co-Prozessor drin, ein DSP habe ich da noch drin, ich habe natürlich viele Kommunikationsdinger drin und so weiter. Und da ist die Frage, schaffe ich das irgendwie auch transparent einzubinden in so ein System? Natürlich kann ich eine Library machen, wo dann den DSP oder den Neon hier irgendwie verwendet und kann das bei jedem Prozess wieder neu anpassen und bin eigentlich nur noch damit beschäftigt. Aber gibt es dort auch irgendwelche transparente Lösungen? Ja, und da gibt es natürlich OpenCL, ja, das ist so etwas, für die, die es schon mal gehört haben, habe jetzt hier nichts weiter vorbereitet darüber, das macht genau das, aber das hat auch wieder so ein bisschen fast proprietäre Einflüsse. Und wir haben in einem Forschungsprojekt, haben wir dieses sogenannte SOSOC-Projekt gemacht und haben wirklich auch eine automatische Dispatching auf die unterschiedlichen Cores gemacht. Das heißt, ich programmiere die Cores, ich stelle denen die Routinen zur Verfügung und das Betriebssystem entscheidet dann selber, oder SOSOC Library entscheidet selber, auf welchem Core läuft es jetzt am schnellsten und macht es dann auch. Leider sind die Ergebnisse nicht so schön, wie wir es eigentlich hier zeigen würden. Wir haben da vielleicht den Faktor von zwischen Neon und dem ARM-Prozessor vielleicht von, was haben wir da, 20 oder sowas, sind wir schneller, aber nicht wesentlich mehr. Und das ist also noch nicht so ganz befriedigend irgendwie. Man versteht es auch, vor allem der DSP, der hier sehr, sehr schlecht abschneidet. Das liegt daran, dass man einfach die Daten hin und her schaufeln muss, was beliebig viel Zeit braucht. Ja. Auch dort, wen es interessiert, die Sourcen sind offen, SourceForge, da ist auch ein wissenschaftlicher Bericht dabei. Also jemand, den das interessiert, der kann das sich mal angucken und dann können wir das mal schauen. Das letzte Thema, ich habe leider nur noch 5 Minuten Zeit, das ist die Zuverlässigkeit. Und auch dort wieder, bei seinem PC ist man da relativ offen, dass da mal da was nicht funktioniert, dass da mal eine Fehlermeldung kommt oder sowas, aber im Embedded-Bereich geht es natürlich nicht. Schönste Beispiel wird immer gebracht, wenn man von Softwarezuverlässigkeit redet, ist der Start der Ariane 5, der erste Jungfernflug, die eben nach 39 Sekunden explodiert ist, weil es sich um einen Softwarefehler handelt, wo es einen Überlauf gab in einer Variable und dadurch das Ding dann gesprengt wurde. Ja, bei der Zuverlässigkeit hat man das große Problem, dass man eigentlich gar keine Metrik hat. Wie beschreibe ich denn Zuverlässigkeit? Bei der Energie ist kein Problem, das kann ich in Watt sagen, bei der Aufstartzeit, das sind Sekunden, bei der Performance, das ist vielleicht in Megaflops oder MIPS oder irgendwas, aber wie mache ich denn das bei der Zuverlässigkeit? Und da gibt es so ein paar, die es da gibt, zum Beispiel die Fehlerdichte. Die Fehlerdichte, Anzahl der Fehler pro 1000 Codezeilen. Untersuchungen haben gegeben, dass Linux-Kernel unter 0,7 dort ist. Das heißt, eigentlich gute, reifende Programme wäre der Linux-Kernel da dabei. Ja, da hatte ich immer die Frage, woher weiß ich das, die Fehlerdichte, aber wie kann ich das berechnen? Es gibt da einen anderen Metrik noch, eine andere, das ist das Hallstatt. Ja, und der berechnet aus verschiedenen Größen hier die Anzahl von Operatoren und Operanden und alles Mögliche, berechnet er nachher die Anzahl der ausgelieferten Bugs. Ja? Und auch aus der Erfahrung raus weiß man, die Zahlen sind also relativ richtig. Ja, das ist nicht so völlig falsch, was man da berechnet aus diesen Größen. Will ich gar nicht größer eingehen, ich will hier vielleicht nochmal eine kurze Klassifikation von Fehlern machen. Syntaktische und lexikalische Fehler, normalerweise der Compiler, der mir da sagt, halt, da ist ein Fehler. Ich habe die semantischen oder logischen, die sollte man eigentlich bei Tests sollte man da finden. Und jetzt gibt es leider da noch eine Klasse von Fehlern, die ganz blöd sind, das sind die zuverlässigkeitsrelevanten Fehler und die treten einfach nicht reproduzierbar auf. Ja? Und da kann man zum Beispiel so mal so eine Liste machen mit verschiedenen. Ja. Aber hier haben wir leider jetzt nicht die Zeit, das alles im Detail anzugucken. Ich habe nur noch 2 schöne Beispiele dabei. Ich würde jetzt gern die Frage stellen, ob irgendjemand das Problem hier sieht. Also ich mache hier einfach öfter einen Pfeil
Ja, prüf noch, ob der File-Descript da offen ist. Hier steht natürlich irgendwie ein Pfad nachher. Und jetzt lese ich dort einfach was, einen Text von diesem File. Ja. Wir haben leider nicht die Zeit. Das ist so ein typischer Code und da werden Sie hunderte von finden in allen möglichen Open-Source-Projekten, solche Dinge. Und das ist ein Code, der funktioniert 10 Jahre lang und irgendwann fliegt er Ihnen um die Ohren. Ja, und dann ist es verdammt schwierig, den Fehler zu finden. Warum, was passiert hier? Ja, das Read, das Lesen, das ist ein sogenanntes Blocking Read oder kanonischer Mode nennt man das auch. Das heißt, der Funktionsaufruf von dem Read, der kehrt erst zurück, wenn die Daten wirklich gelesen wurden, die Anzahl der Daten, oder, und jetzt kommt der Punkt, das wird der Normalfall sein, dass man die Daten lesen kann, oder falls der Funktionsaufruf durch irgendein Signal unterbrochen wurde. Ja? Und dann kommt das Read zurück mit dem Wert hier von minus 1. Ja? Und jetzt schauen Sie, was passiert. Jetzt habe ich hier den Buffer mit dem Index minus 1, wo ich 0 reinschreibe. Und der Buffer minus Index minus 1 ist aller Wahrscheinlichkeit nach die Variable i. Das heißt, plötzlich wird meine Variable i verändert. Ja, da steht was anderes drin. Ich habe quasi keine Ahnung wieso und das Ganze nicht reproduzierbar. Alle 10 Jahre zum Beispiel. Viel Spaß, diesen Fehler zu finden. Den findet man nie. Ja? Und das ist interessant, weil also unterbrechen durch Signal und jetzt minus 1, Variable i wird verändert, bravo, super. Ja? Und das kann man ganz einfach, ich muss es einfach überprüfen, ein if-ret irgendwas dazu machen, dann ist die Sache in Ordnung, dann funktioniert das. Ja? Aber man muss es machen. Das zeigt auch ganz klar die Schwäche von der Programmiersprache C. Die hat keinerlei Mechanismen, irgendwas zu machen, dass man solche Fehler erkennt und dann irgendwas macht. Man muss es dann vielleicht durch irgendwelche statische Code-Checking-Methoden vielleicht auch dynamisch zu machen, aber das ist immer schwierig. Oder, wenn man das nicht mit so einem if machen will, gibt es noch eine viel bessere Lösung, schauen Sie sich das bitte an, nachher in den Folien, das ist eine unterbrechungsfreie Version von diesem Problem hier. Das heißt, wenn es unterbrochen wird durch ein Signal, dann merkt er das und er fängt nochmal neu an zu lesen und damit kriege ich meine Daten zusammen. Und eigentlich sollte man alle Funktionen sollte man eigentlich so umsetzen, dass sie unterbrechungsneutral sind oder unterbrechungssicher und erst dann hat man zuverlässige Funktionen. Ja? Race Conditions, ich glaube, da ist viel gesagt worden. Race Condition, das haben wir ganz klare Race Condition hier. Ja, ist ziemlich schwierig, dieses Chaos auf dieser Kreuzung zu lösen. Das blockiert sich gegenseitig. Ich möchte da gar nicht aufgrund der Zeit groß hin. Ich möchte Ihnen nochmal ein zweites Beispiel zeigen. Und auch dort wieder, vielleicht kann jeder mal ganz kurz überlegen, wo könnte hier der Fehler sein? Ja, ich habe hier das sogenannte Heron-Verfahren zur Berechnung der Quadratwurzel. Es ist ein iteratives Verfahren. Das heißt, ich muss da vielleicht 10, 15, 20 Mal durch diesen Loop hier durch. Und am Schluss kriege ich also mit sehr hoher Genauigkeit, kriege ich richtig die Quadratwurzel von meiner Zahl a raus. Ja, ich denke, man braucht, also der Algorithmus ist richtig, das kann man testen, das funktioniert wunderbar, 2, 3, 4, 5, alles Mögliche. Weißt du, sieht es vielleicht gerade jemand? So vielleicht ein geschultes Auge, wo so in der Algorithmik Zuverlässigkeit hat. Das ist ganz interessant, man kann hier testen, 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 das funktioniert immer, aber es funktioniert zum Beispiel nicht bei dieser Zahl. Ja? 777.517,00 mit einer Genauigkeit von 1 hoch minus 10. Ja, funktioniert der Algorithmus nicht. Der bleibt in einem endlosen Loop hängen. Ja, und da muss man sich schon die Frage stellen, warum genau diese Zahl? Es gibt nur weitere Zahlen, wo das passiert, aber es sind wenige Ausnahmen, wo das passiert. Ja. Letzte Folie. Wir schauen das mal an. Einfach mal ein Algorithmus, der konvergiert nicht mehr. Ja, und jeder, der schon mal Numerik gemacht hat, der weiß, bei so einem Algorithmus, ein Iterativer, braucht man einfach ein Konvergenzkriterium. Ja, und man schaut mal, der konvergiert einfach und dann ist er von der Genauigkeit meines Prozessors ist er einfach am Ende. Und diese Zahl ist einfach ein ganz kleines bisschen über 10 hoch minus 10. Und jetzt, wenn ich nochmal ganz schnell zurückgehen darf, ja, ich habe hier als Abschlusskriterien die Differenz
muss quasi kleiner sein als die Präzision. Und das passiert hier einfach nie. Und damit bleibt mir mein Algorithmus hängen. Und solche Sachen, die sind fatal, die sind absolut fatal, weil ich kann sie nicht testen. Ich kann nicht alle Zahlen testen. Und irgendwann passiert das, Ariane 5, passiert genau dieser Fall und 1 Milliarde Euro beim Teufel, quasi. Ja? Hier auch wieder ganz einfach, man muss ein anderes Abbruchkriterium wählen und dann hat man dieses Problem nicht mehr. So, Embedded Linux ist eine ganz, ganz interessante Sache immer. Es gibt uns Möglichkeiten, in die Hardware reinzugucken, es gibt uns Möglichkeiten, in die Software reinzugucken, auf abstrakter Ebene. Ich hoffe, dass es weiterhin so schöne Projekte wie das Raspberry gibt, die einfach Embedded Linux einer größeren Gemeinde auch eröffnet. Ich hoffe aber auch, dass sich Embedded Linux noch viel mehr in der Industrie durchsetzen wird. Wäre natürlich schön, dass man dann auch Linux dort ein bisschen implementieren kann. Und in der Hoffnung möchte ich abschließen hier und möchte mich da ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken.